Eine Rehschulde habe ich bekommen. Ja, schau da mal, die ist vom Jäger. Ja, vom Jäger aus dem Wald. Ja, wirklich. Also hier im Nachbardorf, da ist ein Jäger und von dem haben wir das schöne Stück. Und das werde ich heute zubereiten. Ich habe schon ein klein wenig pariert. Würzen werde ich das heute mit meinem Barbecue Rub 2.0. Die Gewürze zum Bestellen tue ich natürlich wieder unten drunter verlinken. Oder das Rezept vom Gewürz. Da könnt ihr dann zu Hause experimentieren oder könnt euch das nachmischen, ne? Wenn ihr keine Lust habt, euch das zu bestellen. So, was habe ich dann noch hier? Ich habe hier ein wenig Lauch, Sellerie, Karotten, Petersilie, hier ein wenig Butter, die brauchen wir dann zum Anbraten im Dutch Ofen. Karotten, Knoblauch, Wacholderbeeren, ein wenig Thymian, Frischwasser, wenn wir ein wenig brauchen beim Dutch Ofen. Dann habe ich hier Apfel- und Birnensaft, hier einen Holunderbeerensaft. Daraus machen wir die Soße. Und für die Soße zum Eidicken habe ich da hinten noch ein wenig Mehl mit Wasser vermischt. Dann ein wenig Zwiebeln und Honig. Und dann legen wir los. Hallo bei Holgers Grillen. Die Briketts im Anzündkamin sind gerade gestartet worden. Das heißt, wir fangen an mit dem Würzen. Ich werde es jetzt richtig kräftig von allen Seiten einrobben mit meinem Gewürz. Die Briketts sind startklar. Das heißt, wir stellen jetzt den Dutch Ofen über die Glut und füllen natürlich gleich die Butter ein und bringen die erst einmal zum Schmelzen. So, rein damit, wenn die Butter schön verbrutzelt ist. Schnappen wir uns die Rehschulter und braten sie einmal kräftig von beiden Seiten an. Mmh, wunderbar schaut sie aus, die Rehschulter. Hervorragend. Ja, gleich ist es soweit, dann nehmen wir die raus. Oder nach der Rehschulter kommen dann gleich die Zwiebeln rein. Die brutzeln mal kurz an. Das Gemüse, Sellerie, an den gleichstehenden Karotten, Lauch, Petersilie. Wird alles noch ganz kurz angeschwitzt. Den Knoblauch noch dazu. Also ich habe hier schon recht, also alles recht klein geschnitten. Denn man könnte es zwar am Schluss pürieren, aber ich mag das, wenn auch in der Sauce ein bisschen Gemüse mit drin ist. Deshalb püriere ich das heute nicht. Und deshalb habe ich das auch ein wenig kleiner geschnitten. Das Ganze wird dann abgelöscht, zuerst einmal mit dem Apfel- und Birnensaft. Also der Saft hat 40% Apfelsaft und 60% Birnensaft. Saft nur zur Information. Den Holunderbeerensaft. War gar nicht so einfach, den herzukriegen. Ja, wir haben es verpasst. Wir haben Holunder hier im Garten, aber wir haben es verpasst, uns selbst dann Saft zu machen. Und dann war es zu spät und dann habe ich ja lang gekauft. Die restlichen Karotten. Ich mache ja immer weich gekochte Karotten, weich gepfützelte Karotten. Deshalb lasse ich die immer im Stück. Ja, ein paar lasse ich immer im Stück. Dann die Wacholderbeeren und den Thymian. Die angebrutzelte Rehschulter. Kommt jetzt schön in die Mitte und das füllen wir jetzt ein wenig mit Frischwasser auf. Und das reicht vollkommen,
wenn die Rehschulter leicht bedeckt ist. Denn ich werde sie sowieso alle halbe, dreiviertel Stunde mal umdrehen. Ja, alle halbe Stunde, denke ich einmal. Und ich gehe jetzt von einer Brutzelzeit aus, wenn der Deckel drauf ist, vor ca. 2 Stunden. Mache ich jetzt den Deckel drauf. Und nach einer halben Stunde schaue ich einmal nach. Nach einer halben Stunde, ja, circa, ist schon recht viel Flüssigkeit verdampft. Ja, ich habe wirklich viel Hitze unter dem Kessel. Das heißt, man stellt immer ein wenig Frischwasser neben dran. Und wenn man es dann braucht, dann füllt man einfach immer wieder ein bisschen auf. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt drehe ich einmal die Rehschulter um und dann lassen wir sie wieder eine halbe Stunde brutzeln. Nach ca. 2 Stunden, nachdem ich das Fleisch alle halbe Stunde mal gewendet habe und natürlich auch immer ein bisschen Frischwasser aufgefüllt habe, holen wir jetzt das Fleisch einmal raus aus dem Topf. Ich werde es dann vom Knochen lösen, also ich denke schon, dass 2 Stunden reichen, dass ich das Fleisch jetzt vom Knochen lösen kann. So. Weil jetzt müssen wir die Soße noch ein wenig machen. Da kommt noch ein wenig Honig rein und ein wenig das Mehl mit Wasser, vielleicht noch ein wenig Gewürz. Müssen wir jetzt dann immer ein wenig aufkochen und abschmecken. Und in der Zeit tue ich jetzt das Fleisch vom Knochen lösen. Da habe ich jetzt das Mehl. So. Je nachdem, wie dick man die Soße möchte, ja, so muss man halt dann Mehl reintun. Ja. Habe ich hier ein wenig Honig, es geht aber auch Ahornsirup, was man halt zu Hause hat. So. Dann lassen wir das Ganze mal aufkochen und schmecken das ab. Schauen wir mal, was das Fleisch jetzt macht. Ist natürlich butterweich, jawohl, hervorragend, schaut mal. Ja. Und sehr gut. Wie schon gesagt, ich werde es jetzt vom Knochen lösen. Nebenbei die Soße ein wenig abschmecken und dann probiere ich die natürlich aus. Ich bin wirklich gespannt auf die Apfelbirnensoße mit Holunderbeerensaft. Also Apfelsaft, Birnensaft, Holunderbeerensaft. Bin richtig gespannt. Geht es eigentlich darum, ein wenig mehr Gewürz, ein wenig mehr. Vielleicht Honig. Ja. So, ich muss euch ehrlich sagen, die Mischung passt. Nachdem ich das Fleisch ja schön gewürzt habe, schön gerappt habe, ist alles mit in der Soße drin. Apfel, Birnengeschmack, Holunderbeerengeschmack, Honig. Die Kräuter, das Gemüse. Ja. Kriege ich wieder meinen Anschiss, weil ich keinen Probierlöffel genommen habe. So, jetzt kommt das Fleisch und die Knochen. Ich bin da schließlich kein Profi, da ist noch ein wenig Fleisch drauf. Ja, die kann man dann abzausen. Das kommt jetzt alles wieder in einen Topf. Und dann lasse ich das Fleisch, die Soße, noch ein wenig einkochen, so ca. 20-30 Minuten, bis mir halt die Konsistenz gefällt, bis sie schön eingedickt ist, so wie ich sie möchte. Das Fleisch ist weich, weich ist weich. Da
Kreuz, nichts mehr passieren. So, warten wir mal 20, 30 Minuten. Als Beilage gibt es bei uns dazu noch ein Kohlrabi-Gemüse und fränkischer Klöß. Natürlich ein bisschen Wildpreiselbeeren. Das gehört sich einfach bei uns zu wild. Und ja, ich verabschiede mich jetzt dann an dieser Stelle. Ihr seht ja, ich brutzel noch ein wenig, bis die Sauce genauso ist, wie ich sie will. Ich sage dann Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das hat euch ein wenig Spaß gemacht. Vielleicht macht ihr das auch einmal noch, wenn ihr wollt. Meine Gewürze sind wieder unten drunter verlinkt. Also ich Tschüss und Servus, euer Holger.